Durch die! Nicht schießen! So, als würdest du mit Knallerbsen nach ihnen werfen. Ja, ne? Das nur, ne. Ja, wirklich stealthy kann man hier irgendwie nicht vorgehen. Kann man bestimmt. Du hast ja den zum Beispiel. Ja. Ja, ich verstehe das Problem. Aber das war schon mal sehr viel besser. Da hinten ist irgendwas Explosives. Also das war ja richtig super. Die wissen doch gerade noch nicht mal genau, wo du bist. Sonst würden sie schon schießen, oder? Ja, sehr gut. Genau das war das. Das war so eine Öllampe da auf dem Tisch. Da ist ein Gegner. Ja, hinter Deckung. Vorsicht. Ja, für die Entfernung ist die einfach nicht gut, die Schrotflinte. Verstehe. Aber war viel besser als eben. Ja, du hast alle. Ja, Leichen kurz durchfleddern. Ja. Munition und so. Wie sie die einfach abgeballert haben. Ja, man fragt sich halt, sie suchen nach der Quelle des ewigen Lebens und töten erstmal alle, auf die sie es anwenden könnten. Ist irgendwie Quatsch. Vor allen Dingen, die haben denen ja nichts getan oder so. Naja. Sie sollen vermutlich als besonders böse hingestellt werden, damit es einfacher ist, sich auf die richtige Seite zu schlagen. Wirf ihm das an den Kopf, ich würde so feiern. Super. Hauptsache, er positioniert sich erstmal. Und dann slidet er noch. Der war irgendwie witzig. Ja. So, da ist ein Bild, kann ich nicht lesen. Wow, warum explodiert alles? Ich verstehe auch nicht, was für einen Zerstörerdrang die haben. Ja. Genau, auch wenn sie es nicht so anhört, da ist ja ein Schalldämpfer drauf. Übrigens, Quatsch, ne? Ich glaube auch, dass so ein Schalldämpfer das nicht komplett lautlos macht, aber dass man das aus 2 Metern Entfernung nicht hört. Aber die Hintergrundmusik, das Orchester spielt ja ganz laut und das hören die dann nicht. Die hören das dann nicht. Alles klar. Deshalb, wenn man die Musik im Menü ausstellen würde, würden die einen hören. Das kann ich ja jetzt sogar befüllen. Weiß nur nicht wie. Papa, ich hab nur ein Glas geworfen! Ich glaube, das sollte so sein. Das war gescriptet. Das sollte jetzt auch nur witzig sein. Achso. Ich töte alles, was sich bewegt. Geh jetzt langsam. Augen aufhalten. Was macht der da? Pissen, nee. Och. Ich dachte, ich hätte was gehört, aber der ist nur gestolpert. Hab dich. Sehr schön. Schön, dass er vorher noch ruft, hab dich. Wo ich einfach nur antworte, haptisch. So, ich plädiere dann auch mal ganz kurz gleich auf eine kleine Pause. Ja. Auch wenn es gerade nicht passt. Machen wir dann nachher. Oh. Schweine. War da nicht gerade noch einer? Eigentlich schon. Bind mich los. Ich werde jeden Einzelnen kalt machen. Ruhig, Sophia. Das ist ein Blutbad. Wir verlieren zu viele Leute. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Aber der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Erinnert so ein bisschen an das Mädel aus Game of Thrones.
weiß nicht, ist die erste, Ende der ersten Staffel? Oder wo man die Rothaarige, weißt du noch? Die, von den Wilden? Genau. Ja. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Ich auch nicht. Und du wolltest eine kurze Pause machen? Ja, ganz kurz nur. Machen wir das hier. Ja. So, Leute. Wir können weitermachen. Es ist bald Leute, vorbei. Wir kommen zurück zu... Wer hat das immer so gemacht? Ach, Sui. Bei Sui ist es So, Leute. Ah ja, genau. So, Leute. Kommt zurück zu... immer das aber Gleiche. Aber auch seit Jahren. Ihr müsst mal halt mehrere Videos von ihm durchklicken und immer diese Begrüßung. Das ist voll witzig. Ja. Treibt seine Watchtime in den Keller. Das ist eigentlich nicht lieb. Lasst es. Entschuldigung, das ist jetzt Schwachsinn, was ich da gemacht habe. Ich wollte es nur noch mal den Rollmops zeigen. Ja, ist voll... Das war jetzt keine Absicht. Es sah... Wo willst du denn eigentlich hin? Du willst doch rechts also jetzt. Also folgendes. Ja. Ja. So. Das hier zum Beispiel sind doch auch Katakomben. Ja. Oder? Also ich denke, das hat was mit dem Gewölbe zu tun. Das ist gerade sehr lustig, weil das haben wir in einem ganz anderen LP gesagt, was erst 10 Tage nach dieser Aufnahme hier wahrscheinlich erscheinen wird. Nun. Da war die Katakomben-Diskussion in Tomb Raider 2. Wahrscheinlich sollte was ich das halt wegbringen. Genau, also es ging halt darum, was genau jetzt eigentlich Katakomben sind. Müssen das Gräber sein? Müssen das... Was hängt das davon ab, was da drin ist? Oder ist das eher so die Architektur der Räume, dass das halt ein unterirdisches Gewölbe ist? Das vermute ich halt. Und ja. Wir haben es halt nicht nachgeschaut und fragen uns das jetzt immer noch. Immer eine Möglichkeit der Zuschauerbeteiligung. Was? Das ist die Tür, die aufgehen soll. Finde einen Weg. Finden Sie einen Weg, die Blockade zu zerstören. Das Siezen ist wichtig. Das sollte gehen. Was ist das? Eine Mini-Granate? Ja, wir haben endlich richtige Granaten. Dann war der Perk ganz gut. Nee, es ist keine Granate. Was baut sie da jetzt? Ein Feuerwerkskörper? Granatenpfeil. Was nicht so unrealistisch ist. Also theoretisch ja möglich. Ich glaube, das Symbol ist es. Bis auf die Tatsache, dass der Pfeil wahrscheinlich viel zu schwer wäre und man den nur 2-3 Meter weit schießen könnte. Man müsste halt wirklich, da müsste richtig Kraft dahinter stecken. Ja, und ich glaube, das ist mit der Hand, mit einem Handbogen gar nicht möglich, oder? Wobei moderne Bögen ja tatsächlich so, also... So eine Spanntechnik haben, ne? So eine ja. Automatisierung, ja, verstehe. Also damit kann man schon einiges an... Diese Rollen oben und unten an dem Bogen, das sieht man da ja auch, ne? Glaube ich. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Oh, schnell! Die Granate ist aktiv, sobald du spannst anscheinend. Zumindest dem Geräusch nach. Danke, Lara. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Was war das gerade? Da sind noch Leute drin. 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 Nutzen Sie das Inventarmenü, um Granatenpfeile herzustellen. Ja, das geht aber auch so. Vielleicht ist das Inventarmenü. Wahrscheinlich, ja. Oder Sie meinen das Inventarmenü bei den Lagerfeuern. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Ja, und das ist, ich mag es, wie sie diesen Konflikt, den es definitiv geben wird mit Jacob und den Eingeborenen, wie sie das so ganz langsam aufbauen.
Weil Lara und die Eingeborenen sind ja nicht wirklich auf derselben Seite. Mhm. Lara will ja an die Quelle, genau wie Trinity. Mhm. Nur zu einem anderen Zweck. Und diese Eingeborenen wollen aber auf keinen Fall, dass irgendjemand etwas mit der Quelle macht. Insofern, ich glaube, das könnte noch sehr interessant werden. Hoffe ich zumindest. Frage ist, ob es überhaupt ein anderer Zweck ist, weil Lara will ja auch dieses Rätsel der Unsterblichkeit entschlüsseln, weil es der Menschheit helfen würde, wie sie findet. Erleiden sie kurzzeitig keinen feinen Schaden durch Feinde, wäre super, aber das ist nur nach einem erfolgreichen lautlosen Kill. Hm. Leider gibt es manche geskriptete Kämpfe, wo ein lautloser Kill nicht möglich ist. Oh, ja, das nehmen wir, oder? Ich heile mich und krieg kurzzeitig keinen Schaden. Ja, das ist super. Die Lara, die man so aus den alten Teilen kennt, wie sie halt erwachsen und sehr, sehr erfahren schon ist, würde übrigens so ein Schwachsinn nicht behaupten, dass das irgendwie der Menschheit helfen würde. Sie ist ja eher pauschal dagegen, irgendwelche Artefakte und ihre Macht zu verwenden. Ja, um genau zu sein, die alte Lara will ja diese Artefakte einfach nur sammeln. Im Prinzip ist das ja eine Kleptomanin. Aber sie würde sie halt niemals benutzen. Darum geht's ja meistens, dass die ihre Widersacher die benutzen wollen. Etwas Verborgenes. Und vielleicht will sie die ja sammeln, damit kein anderer Böser da mehr dran kann. Man braucht nur in ihr Craftman einzubrechen, dann hat man alle Artefakte. Ja. Und ist so der King auf Erden. Da links liegt noch ein Buch. Stimmt. Die Flora unseres Tals, von den großen Bäumen bis zu den kleinen Pilzen, war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen. Aber jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes, gerade und fest, kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift. Hm. Schön. Tja, vom hochentwickelten Volk zum Naturvolk. Aber im Prinzip waren diese drei Sachen jetzt alles Sachen, die Lara selbst so auch benutzt. Ja. Oh. Kann es sein, dass ich jetzt... Nein. Nee, du musst noch ein Stück vor und dann wahrscheinlich darüber springen. Ah, ich sehe. Aber wie halt wieder alles brennt. Ja, nur dieses Mal ist es nicht ganz so absurd. Aber es ist auch wieder Geothermik. Aber wir stehen unter Helikopterbeschuss. Ziehen Sie Trinity's Aufmerksamkeit auf sich. Irgendwie. Das erledige ich. Das kann ich. Ja, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, das kannst du. Das kannst du. Alles hat sie drauf. Muss ich das sprengen? Geht's ja überhaupt weiter? Ja. Das war Schwachsinn. Genau. Ich stelle auch direkt einen weiteren her. Geil. Ah, okay. War das jetzt ein Granatenfall? Ja. Okay. Ich glaube, dass fast das dir besser ist gegen Leute mit Munition, sag ich schon, mit Rüstung. Ja. Oh. So, wir sind kurzzeitig unsterblich. Haben wir ja gerade geskillt. Jetzt wahrscheinlich schon längst nicht mehr. Scheiße, das sollte ein Kopfschuss werden. Oder halt immer schön dann die Schrotti benutzen. Stimmt. In solchen Situationen. Bombe. Ich meine, letzten Endes ist es halt hauptsächlich die Technik oder das Wissen, welche Waffen man wann benutzt. Mhm. Schnell wechseln kann man ja. Es war im ersten Teil zumindest so, dass es halt echt sehr viel geholfen hat, wenn man die Waffe immer angepasst eingesetzt hat. Ja. Zum Beispiel, wenn man schon entdeckt wurde, dann macht es uns, glaube ich, keinen Sinn, die schallgedämpfte Pistole auszupacken.
Vor allen Dingen ist die nicht gut, wenn man nicht zielen kann. Also wenn man keine Kopf... Nein, also das meine ich nicht. Ich meine, wenn man keine Zeit zum Zielen auf den Kopf hat, das meinte ich jetzt. Ja, ich weiß, was du meinst. Weiß ich doch immer. Boah. Da, ja gut. Ich glaube, wir haben auch jetzt inzwischen geskillt, dass wir bei... Bei Detonationsschaden wenig, genau. Genau. Haben wir. Oh. Schön, wenn man sowas sieht, ne? Ja. Großartig. Da hinten ist noch was. Hier ist ganz viel Munition, ich glaube, die brauchen wir. Bam, 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 bam. Richtig tolle Musik in diesem Tomb Raider-Teil übrigens auch. Nur ich vermisse das Theme von Tomb Raider 2013. Das hat spielte eben kurz, ja? Als sie den Turm erwähnt haben. Aber halt, es spielt nur noch so ganz kurz und ganz wenig. Ja, sie haben es halt abgewandelt. Was war das denn? Krass, mit dieser Maschinenpistole kann man aber auch Kopftreffer erzielen. Mhm. Kontrollierte. Boah. Schüsse abgeben. Jetzt wäre wieder die Schrotflinte besser. Verdammt, ich dachte, wenn ich das Fass treffe, stirbt er auch. Oh, jetzt hat er schon wieder geworfen. Wie er immer ist er wirft? Wie ein Karnickel. Och nee. Och nee. Moment, das war gar nicht so schlimm. Nee. Ich verstehe jetzt deine Reaktion auch nicht. Jacob, sieht aus, als hätten wir die Oberhand. Gut gemacht. Die Helikopter müssen bald da sein. Ehrlich gesagt. Ach, jetzt ist auch noch Silvester. Die haben richtig geile Pfeile eben geschnitzt. Lara, bist du da? Trinity überrennt den Turm. Wir sitzen unten in den Katakomben. Verdammt, haltet durch. Schon unterwegs. Ich hoffe, sehr schade. Ich hoffe ja irgendwie, dass auch demnächst mal wieder ein bisschen ruhiger wird, um ehrlich zu sein. Mich freut das hier gerade. Aber als Zuschauer hat man wahrscheinlich langsam genug von meinem schlechten Zielen. Nö, das... Och! Ja, das habe ich gesehen. Er hat halt nicht weit geworfen. Irgendwie. Warum? Ich habe auch seinen Kopf getroffen. Warum ist der explodiert? Da standen so Flaschen drauf. Ach so. Mist, hätte ich das vorher gewusst. So, da um die Ecke ist noch einer. Komm schon, versuch's. Ich denke halt, das ist durchaus eine Taktik, wenn da diese Flaschen stehen, die man benutzen kann als Molotow-Cocktail. Oh, scheiße. Dann kannst du die auch als kleine Bombe benutzen und draufschießen. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Also, folgere ich jetzt aus den Ereignissen, aus den jüngsten. Okay, es ist nur ein Typ, oder? Ja, da musst du diesen Ausweichkill machen, ne? Ich frage, ich will nur was probieren. Okay, bringt gar nichts. Das interessiert den nicht. Du musst warten, bis er ausholt. Ich werde dich töten. Hier ist leider kein Platz. Oder so. Das geht auch. Halt hinter ihn kommen irgendwie. Ja, das ist nicht so einfach, gerade wenn wenig Platz ist. Ja. Ja, draußen, das hört sich nicht anders an als Silvester, um ehrlich zu sein. Ja, ist doch so, oder? Außer man gammelt in irgendeinem Livestream rum. Mhm. Nee, der war echt schön. Ja. Hier ist Team 5. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Oh, die stehen da so schön. Verstanden. Schon unterwegs. Die bewegen sich jetzt gleich bestimmt. Hinterdeckung. Oh ja, das bin ich.
Nun. Nein! Da kommt noch mehr! Boah, aber das mit dem Heilen und dann erstmal unsterblich sein ist gut. Ja, dachte ich mir nämlich. Wie, wie bei so Jump'n'Run-Spielen dann. Wenn man Schaden bekommen hat. Ja. Man kurz unsterblich ist. Wird. Bist du ja gerade weggeflogen, oder? Ja. Ausweichkill, ey. Da ist irgendwo noch. Ja. Versucht es nur. Na los. Boah. Kommt von allen Seiten, die Idioten. Sehr viele sind es auf jeden Fall. Sehr schön, und jetzt nur noch den einen, oder? Genau. Wie Hulk, ey, die Frau. Och, jetzt sind da ja noch wieder welche. Den gerade. Die gerade nach seinem Kumpel geworfen. Sah so aus, ne? Ach Mann, da kommen ja wieder noch mehr Typen. Links, 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 links. Heilen. Oh, scheiße, letzter hier. Sehr gut. Puh. Sehr, sehr schön. Och nee. Ja, aber das dürfte ein Speicherpunkt sein, oder? So, ich will zuerst den Hintern ausschalten. Den Hintern ausschalten. Die sind sehr gepanzert. Ja, tatsächlich am Kopf weniger verwundbar als am Rest. Man kann theoretisch auf die Füße ballern. Siehst du? Der braucht immer ein bisschen Zeit, um den dann richtig zu halten. So. Genau, darum geht's halt, dass er seinen Schild zum Hauen benutzt.